Der Sylter Jöhlboom erhält jetzt im Dezember wieder die Sylter Fenster und Stuben. Der Friesenbaum ersetzt auf den baumlosen nordfriesischen Inseln und Halligen den Tannenbaum. Auf Amrum und Föhr wird er Kenkenboom genannt. Geschmückt wird das Holzgestell mit einem grünen, gebundenen Kranz und Salzteig oder Holzfiguren. Auf Sylt sind es der Hahn, der Hund, das Pferd und Adam und Eva. Im benachbarten Nordfriesland und den Inseln sind auch häufig ein Fisch, eine Mühle oder ein Schiff zu finden. Auch der Schmuck aus Äpfeln, Trockenobst oder Rosinen variiert. Oftmals werden auch kleine Geschenke für Kinder an den Friesenbaum gehängt, ergänzt von den Kerzen. Zu kaufen gibt es den handgemachten Sylter Jöhlboom in den nächsten Wochen auf unseren insularen Weihnachtsmärkten.